Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind hier in Woppenroth, wo wir unsere Tram eingerichtet haben und wo wirklich alles sehr schön floriert. Der Bahnhof hier sind 64 Leute. Hier kommen 44. Fahren die ersten Autos. Yeah, geil. Keine Kutschen mehr, sondern Autos. Sehr schön. Ja, die Tram fährt, der Zug fährt. Im öffentlichen Nahverkehr ist schon einiges los, aber wir brauchen natürlich hier noch die Versorgung. Und da haben wir Treibstoff als erstes. Den gibt es hier oben. Dann haben wir ja hier hinten, hier haben wir unsere Ölraffinerie und hier hinten haben wir unsere Ölquelle. Das heißt, hier das Öl hin. Und das Rohöl dann hier hoch und den Treibstoff dann hier runter. Den würde ich dann aber mit LKWs darunter bringen. Mit Straßenfahrzeugen, definitiv. Dann machen wir erstmal Folgendes. Ah ne, Landstraße haben wir noch keine befestigte. Naja, 40 reicht ja auch noch. Schauen wir uns mal an, wo der Treibstoff hin muss. Hier hinten. Da würde ich natürlich ungern einen Bahnhof reinsetzen, weil hier haben wir ja Wohngebiet. Deswegen hatte ich mich jetzt dazu entschieden, das mit LKWs zu machen. Dann nehmen wir hier einfach eine Abladestelle, machen die hier rein. Hier hin. Dann ist auch alles mit drinne. Hier hinten ist auch noch. Okay. Einfach mal neben dem Wohnhaus hier hinten eine Industrie entstanden. So, würde ich hier hin machen. Dann hätten wir alles. So. Und dann machen wir hier oben natürlich noch eine hin. Schauen wir mal, wie das passt. Die machen wir aber mal ein bisschen größer, damit auch mehr reinpasst. So. Hier hin. Und ja, diese Soundeffekte sind irgendwie dazu gekommen. Es scheint ein Update gegeben zu haben. Sehr komisch. Treibstoff Wappenrot. Das auch, wenn man Fahrzeuge kauft hier. Und ganz komisch. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall, wenn man hier eine Linie erstellt, ist ein bisschen seltsam. Was für Super Mario Soundeffekte hier. Hört mal, blub und dann. Ist ein bisschen unpassend, finde ich. Muss das irgendwo abstellen? Audio? Ja, Soundeffekte. Soundeffekte hätte ich ja schon gerne noch, aber nicht diese aus dem Menü. Naja. Egal. So. Wir bauen einen Bahnhof. Jetzt ist natürlich, wir brauchen auch Güter. Hier haben wir die Güterfabrik. Da könnten wir von hier hinten auch unseren Stahl hinbringen. Aber wir brauchen auch Kunststoff. Den gibt es hier unten. Ach du Vaterland. Das ist natürlich. Ja. Ein bisschen weit. Das heißt, wir müssten von hier das Öl hier rüber, dann hier hin und dann den Kunststoff einmal nach ganz da oben. Na gut, das könnten wir vielleicht sogar mit dem Schiff machen, ne? Hier hin und dann mit Schiff da hoch, aber wir kümmern uns erstmal um den Treibstoff. Vielleicht setzen wir uns auch einfach hier die Industrie dahin. Ein bisschen cheaten. Nein, natürlich nicht. Schauen wir mal, wie wir das regeln. Ich denke ja mal, dass das Städtchen auch gut wachsen wird, wenn wir es nur mit Treibstoff versorgen. Müssen wir mal schauen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Hier in den Bahnhof hin. So.
brauchen wir hier noch einen. Genau, einmal um den Berg rum. Da ziehe ich mir hier eine Straße rein. Möchte ich auf Nummer sicher gehen. So. Letztens hatte ich ja auch das Problem, dass das dann irgendwie nicht geklappt hat. Hier brauchen wir aber zwei Gleise. So. Und dann hier hinten noch. Da reicht wieder erstmal ein Gleis. So. Dann legen wir unsere Schienen. Verbinden wir erstmal das mit hier oben. Einmal hier um den Berg rum. So. Ach so, mir fällt gerade was ein. Es wurde sich gewünscht, dass unser Sägewerk umbenannt wird in Bad Segeberg. Kriegen wir hin. Und dann sollte noch ein Städtchen in Allendorf umbenannt werden. Dann nehmen wir hier Belzhof. Und das wird dann Allendorf. So, dann haben wir das auch. Gar kein Problem. Wenn ihr Wünsche habt, immer her damit. Die lassen sich umsetzen. Wo müssen wir hin? Da hinten. Na, das Feld können wir schon lassen. Möchte ich nicht entfernen. Hier nochmal rüber. Dann hätten wir das auch. Das machen wir aber zweigleisig. Weil ich habe nämlich so das Gefühl, wie es ja beim Holz auch ist, dass der Einzug nicht reicht. Oh, das klappt sogar mit der Straße. Das ist ja cool. Richtig schön nah dran. Das sieht cool aus. So. Und hier hoch das Öl. Ja, würde ich auch sagen, bauen wir hier so eine kleine Ausweichstelle ein. So. Noch ein paar Signale. Auf jeden Fall floriert jetzt unser Imperium langsam. Was halt auch schön wäre, wenn man Computergegner hätte. Das wäre richtig cool. Aber ist jetzt der dritte Teil. Haben wir immer noch keine. Ein bisschen schade. So, dann haben wir hier Öl, Raffinerie, also diese Soundeffekte sind echt, das ist jetzt auch kein Meckern, es ist halt einfach unpassend, ich weiß nicht. So, und dann Rohöl, Treibstoff, so, genau. Bauen wir uns hier noch ein Depot hin. Übrigens, der Hans Dampf,
Der hat ja auch schon so ein bisschen mit dem Schönbau angefangen. So. Und der hat auch, so damit es schön aussieht, machen wir hier natürlich, ups, auch noch Signale hin. Der hat sich natürlich auch über den Bauwahn der KI ausgelassen. Und der hat jetzt von Marcolino, der so eine experimentelle Mod bekommen, die er ausprobieren darf. Und zwar hat er schon neue Straßen entwickelt. Und diese Straßen, da darf die KI nicht dran bauen. Oh, ein bisschen schön wollen wir es natürlich trotzdem hier haben. Kostet ein bisschen was, aber unser Kontostand lässt das zu. Und da kann man Straßen bauen, an denen die KI nichts bauen darf. Dann hat man, bis es dann die platzierbaren Gebäude gibt, die selbst platzierbaren, hat man dann natürlich nur eine schöne Mischung aus KI-Gebäuden und wirklich auch Straßen, zum Beispiel für Bahnhofsvorplätze, wo die KI nicht bauen darf. Schaut mal beim Hans vorbei. Das Video heißt Volle Kontrolle. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und diese Mod soll es dann wahrscheinlich auch ab Mittwoch zum Release geben. So, dann schicken wir mal hier unsere Züge los. Dampf, da habe ich mir gedacht, nehmen wir die hier. 60 km/h ist immer gut und die Leistung ist natürlich, die brauchen wir dann schon. So, dann nehmen wir hier unsere Kesselwagen. Nehmen wir auch mal eine andere Farbe zwischendurch. Hier rot. Mal zwei rote. Sonst wird es zu eintönig. Grün. Was haben wir noch? Orange. Na, machen wir ein weniger, damit es immer noch auf gut steht. Ja, 72 sollte auch erstmal in 5 Millionen. Eieiei. Nächster Soundeffekt. Ich finde das schon ein bisschen komisch, aber nun gut. So, und da kommt unser Zug. Natürlich hier. Die Spiegelung stimmt natürlich nicht. Yeah, unser erster Kesselwagenzug. Müsste hier eigentlich schon, genau, da liegt da auch schon was drin. Sehr cool. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. So. Nehmen wir noch einen. Das Doofe ist, wenn man die hier. Das, ja, das sieht irgendwie. Nee, lass mal so. Ach nee, wir haben ja hier. Kaufen wir den einfach nochmal. Genau. So. Die lassen wir mal nach da hinten fahren. In etwas schneller. Kaufen wir erstmal unsere Lastwagen. Würde ich sagen, bauen wir das Depot auch einfach hier rein. Bis die nämlich da hinten sind, ist dann vielleicht schon was da. Da gibt es ja auch schon hier unsere Cannstatt mit 25 km/h. Da kaufen wir, wie viel kaufen wir? Moor 6 Stück erstmal. Ich sag da nichts mehr zu. Diese Effekte sind. Keine Ahnung, wer denkt sich sowas aus? Und auf geht's. Können die auch los? Ich die jetzt gekauft? Ach so. So, dann brauchen wir noch einen.
der dann unser Öl natürlich auch zur Treibstofffabrik hochfährt. Gelb auch noch. So. Und schon haben wir nur noch 7 Millionen. So. Der dürfte voll wiederkommen. Genau, 72, sehr schön. Die produzieren auch ordentlich hier. So, und werden die hier losfahren, gehen wir mal nach Kleingnemern zu unserer Firmenzentrale. Hat mir nämlich jemand gesagt, hier steht ja Hunter Transport. Wir nennen das Ganze jetzt um. Ich komme ja aus Nordhessen und da ist der Nordhessische Verkehrsverbund aktiv. Und der sind wir jetzt. NVV. Genau. Boah, hier warten aber viele Leute. Korbach Kleingnemern, 174 Leute. Ist natürlich schon eine Menge. Na, die Tram ist immer noch im Minus. Die Maschinen sind im Minus. Aber nicht viel. Ziehen wir jetzt auch mal auseinander. Ich mach das immer gerne eigenständig. Ach, guck mal einer an, es gehen mehrere Fahrzeugfenster auf. Okay, das haben sie dann wohl doch noch gefixt. Das wäre ja auch total bekloppt gewesen, wenn das nicht mehr geht. Einmal Öl gibt einmal Treibstoff, okay. Aber hier brauchen wir zweimal Öl für einmal Rohöl. Zweimal Rohöl für einmal Öl. Das klappt schon. Kommt der nächste Zug. Ist der jetzt schon im Plus? Treibstoff, Ölraffen, ja. Ich denke, wenn der jetzt ankommt, Ölraffinerie, ja, das muss ich ja immer erstmal einpendeln. Wie viel bringt er denn? 100.000. Wow. Okay. Das ist natürlich eine Menge Holz für die Strecke. Eine Zugladung 800.000. Das wird florieren. Definitiv. So, die sind auf dem Rückweg, da können wir hier noch mal zwei kaufen. Und zack.
Cool. Schauen wir mal. Das dürfte auch mit der Produktion klappen, wenn die beiden jetzt kommen. Müsste hier schon was drin liegen. Können wir auch mal so einen Shortcut bauen. Okay. Sehr schön. Das läuft. Warum wartet ihr jetzt so ewig? Mir hat jemand gesagt, damit sich das auseinanderzieht, aber das ist ja eigentlich schon weit genug auseinandergezogen. Naja. Okay, der ist schon wieder unten. Oh, 66 hat er jetzt. Wir haben schon wieder 15 Millionen. Das ist Wahnsinn. Mal hier Ölraffinerie, 1,8 Millionen. Das lohnt sich. Das ist wow. Natürlich richtig cool. Die produzieren hier viel zu viel. Das passt hier gar nicht alles hin. Das wird, glaube ich, unsere ertragreichste Verbindung. Okay. Damit hat Wuppertal jetzt auch den Anschluss an die Versorgung. Und in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob wir uns um die Güter kümmern, das ist echt enorm. Das ist schon Wahnsinn hier. Von hier nach hier, nach hier. Andererseits, wenn wir hier noch so eine Öllinie machen, und die ist auch so erfolgreich, hier ist der Weg ja sogar weiter, das dürfte noch mehr Kohle bringen. Hier unten auch irgendwo eine Stadt, die Güter braucht? Nee. Hier. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Öl von hier nach da. Dann hier Kunststoff, hier zum Hafen. Hier hoch. Dann den Stahl, den wir ja hier in Tonnen liegen haben. Da auch noch hin. Und dann könnten wir hier verteilen. Die brauchen auch Güter. Die brauchen Güter, die brauchen Güter. Also Waren. Gar nicht so schlecht. Schauen wir mal nächste Folge. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.